Die Malerei eines wahrhaft Erleuchteten ist subtil und geheimnisvoll. Sie gründet in der spirituellen Durchdringung, nicht auf künstlicher Bemühung. Ihre Voraussetzung ist Erleuchtung des Geistes und nicht die Sinneswahrnehmung. Die Achtsamkeit in der Praxis des Zen ist ein ununterbrochenes, absichtsloses Gewahrsein des Selbstgeistes. Der Geist in seiner wahren Natur ist reines Selbstgewahrsein, und wer aus, in und durch dieses Selbstgewahrsein lebt, dem hat sich sein ganzes Sein gewandelt. Er schreitet dahin im strahlenden Licht des erleuchteten Selbstgeistes, mitten im Wandel der Welt. Da er die Leerheit von allem erkannt hat, fügt sich für ihn alles von selbst. Er befindet sich in vollkommener Einheit mit dem, was jenseits der Welt ist, und steht im harmonischen Einklang mit den Erfordernissen der diesseitigen Welt. Der Aufgang des inneren Lichtes. In der Loslösung von dir selbst und von allen Dingen wird dir, im Moment des mystischen Todes, der Aufgang des inneren Lichtes zuteil. Es ist der große Augenblick des Erwachens aus dem Traum einer vermeintlich vielheitlichen Welt. In diesem Durchbruch zu deinem wahren Sein überschreitest du alle Begrenzungen eines menschlichen Daseins und du erlebst deinen Aufstieg über die dunklen Nebel der Erscheinungen in das klare Licht der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit des Seins. Wenn du jetzt hier bist und dein ganzes Sein auf diesen einen Augenblick des Hier und Jetzt bringst, dann wirst du erleben, dass alles ein einziges großes, erleuchtendes Ganzes ist, allgegenwärtig, vollkommen, still und rein. Es ist wie ein alles umfassender Spiegel, der die Berge, die Bäume, die Flüsse und die Wolken des Himmels widerspiegelt. Wenn du ganz hier bist, dann wirst du erkennen, dass das ganze Universum sich innerhalb des wunderbaren, erleuchteten einen Geistes widerspiegelt. Das Licht des einen Geistes. Lass alles los, vergiss deinen Körper und deinen Geist, vergiss dich selbst. Dies kannst du jedoch nicht willentlich machen, sondern nur, indem du in den gegenwärtigen Augenblick des Jetzt hinein entspannst. In diesem absoluten Gegenwärtigsein des Jetzt wirst du durchlässig für das reine Licht des absoluten Bewusstseins. In dem Augenblick, wenn das Loslassen so geschieht, strahlt die Wirklichkeit deines ursprünglichen wahren Seins vor deiner Geburt in seiner ganzen Herrlichkeit auf, und du erkennst, dass dieses strahlende Licht des einen Geistes nicht von dir getrennt, sondern dein wahres, ewiges Selbst ist. Die Illusion der Persönlichkeit. Wenn wir das, was wir im Allgemeinen als unsere menschliche Persönlichkeit betrachten, einer genauen philosophischen Analyse unterziehen, werden wir feststellen, dass es sich bei dieser Persönlichkeit um nichts anderes als um einen bloßen Prozess geistiger und physischer Phänomene handelt, denen in Wirklichkeit nicht mehr Substanz zukommt als einem Traumbild. Die einzelnen Momente aller Prozesse geistigen und physischen Lebens verändern sich ständig ohne Unterbrechung, und zwar so schnell, dass der Wechsel von uns nicht bemerkt wird. Es existiert somit nichts anderes als eine Kette von Momentexistenzen und Kombinationen. Dieses außergewöhnliche Buch enthält eine Sammlung von Aquarellen und Aussprüchen eines großen spirituellen Meisters unserer Zeit. Es ist ein kostbares Buch der meditativen Stille und geistigen Klarheit
und zugleich ein spirituelles Buch ganz besonderer Art. Denn es bietet allen, die nach spiritueller Verwirklichung streben, einen neuen Zugang zu ihrem wahren Sein. Die in diesem Band gesammelten Aquarelle von Zen-Meister Zensho sind wahre Wunderwerke künstlerischen Schaffens. Es sind Bilder von strahlender Leuchtkraft und gläserne Durchblicke erlaubender Transparenz der Farbe. In ihrer geheimnisvollen mystischen Wirkung rühren sie uns in unserem Allerinnersten an und vermitteln uns eine Ahnung von der Wirklichkeit unseres wahren Seins. Versunken in die stille Betrachtung bildgewordener Dimensionen der Wirklichkeit, öffnet sich uns hier eine neue, bisher ungeahnte Möglichkeit zur Selbstfindung. In jedem dieser wie Juwelen leuchtenden Bilder offenbart sich die Verwirklichung eines erleuchteten Bewusstseins.